Hallöchen, liebe Freunde, und damit natürlich ein allerherzliches Willkommen. Und zwar wurde ich mal wieder getaggt von den lieben FlassTV. Und zwar ist das hier ein Reaktionstest. Und ja, ich habe natürlich an meiner Seite diesmal ein klein wenig Verstärkung wieder geholt. Und der kleine Buddy, der wollte natürlich mal wieder ein bisschen dabei sein, mal vor der Kamera, da er ja die ganze Zeit mich schon so ein bisschen nerven tut und mir immerzu hier auf den Schoß springt, wenn ich hier am Rechner sitze. Und er denkt ja immer relativ, wir nehmen wieder was irgendwie gemeinsam auf. Und ja, also deswegen würde ich mal sagen, fangen wir auch schon mal an hier, ne? So, Reaktionstest. Erstes Szenario. Dir werden 50.000 Euro angeboten. Dies bekommst du aber nur, wenn eine völlig fremde Person einen Monat bei dir wohnen kann. Was machst du? Ja, was mache ich? Also erstmal habe ich so im Hintergedanken, ich kenne diese Person ja gar nicht. Auch wenn das Geld so ein bisschen reizen tut oder reizen würde. Ich glaube nicht, dass ich eine völlig fremde Person bei mir wohnen lassen würde, wenn ich die Person vorher nicht irgendwie kennen würde oder besser gesagt beziehungsweise kennengelernt hätte. Ich glaube nicht, also bei aller Liebe, da würde auch das Geld mich nicht irgendwie reizen, wenn ich nicht vorher irgendwie diese Person kennengelernt habe. Ne? Wer weiß, was die Person mit einem nachher anstellt, ne? Vielleicht überfällt sie dich, räumt deine Bude aus oder was weiß ich, das kriegst du gar nicht mit, wenn ich mit Buddy den Schlaf der Gerechten schlafe. Also von daher, ich glaube nicht, also nur wenn ich die Person vorher kennenlernen würde. So, Szenario 2. Du bist allein zu Hause, nachts um 1 klingelt es an der Haustür, deine Reaktion, liebe Freunde. Ja, meine Reaktion, wenn ich natürlich die Person kennen würde, beziehungsweise, ja, ein guter Freund, eine gute Freundin, oder, die dann nachts um 12:30 klingeln würde, denke ich mir mal, würde ich schon aufmachen. Denn, ich bin meine Freunde immer da, wenn sie Probleme haben. Also mit mir kann man über alles reden. Und von daher würde ich doch schon auch nachts um 1 aufmachen. Was natürlich im Übrigen auch schon mal vorkam. Also von daher habe ich in dem Sinne kein Problem. Ja, Szenario 3. Du möchtest dir eine neue Kamera kaufen. Nach langer Bedenkzeit entscheidest du dich für eine Kamera, die 399 Euro kostet. Du stehst an der Kasse und der Kassierer sagt 199 Euro, was tust du? Ja, also ich denke mir mal, das spreche ich bestimmt für einige Leute, dass man doch irgendwie nicht so ganz ehrlich sein würde und man würde die Kamera für 199 Euro nehmen. Ich sag mal so, wenn man da ja einsparen kann und dann ist das eben halt so, würde ich die Kamera für 199 Euro nehmen. Viele würden dann sagen, Mann, bist du gemein. Ja, ich sag mal so, die arbeiten da in diesem Job und wenn sie halt nicht drauf aufpassen, was sie da halt kassieren oder beziehungsweise nicht drauf achten, ist es erstmal in dem Sinne nicht meine Schuld. Mir ist das auch schon mal vorgekommen, dass ich mal was gekauft habe und ich habe es dann nachher auch erst mitgekriegt, wo ich dann nachher zu Hause war, dass ich doch relativ wenig gezahlt habe und manchmal kriegt man das gar nicht mit, man verpeilt das einfach und von daher denke ich mir mal, würde meine Reaktion sein, ja gut, dann würde ich es auch für 199 nehmen, ne? Also von daher, so, Szenario 4, Tatort. Umkleidekabine, H&M. Du hörst zwei Mädels in der Nachbarkabine ganz leise tuscheln, wer denen nun das tolle Shirt einsteckt. Deine Reaktion. Ja, meine Reaktion dazu, wenn die da versuchen, wer das tolle Shirt da einsteckt. Eine gute Frage. Ich glaube, ich würde die doch schon drauf ansprechen. Doch, ich würde sie drauf ansprechen, denn Clown finde ich echt
abartig und es muss heutzutage nicht geklaut werden. Wenn man es sich nicht leisten kann, dann sollte man sich das nicht kaufen, beziehungsweise sollte man eben halt sparen. Ja, das ist so und ich denke mal, ja, ich würde die drauf ansprechen, die Mädels, also ganz klar. Szenario 6. Du gehst tanken und möchtest danach ganz normal zahlen. In der Tankstelle ist nichts los und auf dem Weg zur Kasse liegt eine Geldbörse auf dem Boden. Was machst du? Ja, erstmal, wenn die Geldbörse sowieso vor der Kasse liegt, würde ich sie, sagen wir schnell, aufheben und würde es erstmal, glaube ich, den Kassierer geben. Und würde fragen oder sagen, beziehungsweise es hat hier jemand eine Geldbörse verloren. Können Sie das hier mal hinterlegen? Vielleicht meldet sich derjenige oder kommt auch nochmal vorbei. Genau das gleiche würde ich auch machen, wenn ich unterwegs irgendwo Geld finden würde. Denn man muss sich auch immer so in diese Lage reinversetzen, der Person, die das Geld verloren hat. Die natürlich dann nachher auch sehr traurig ist und ja, von der Warte aus wäre ich doch schon sehr ehrlich in der Hinsicht. Also, ja, also ich würde es so machen. So, ich muss jetzt hier erstmal runterscrollen. Ja, ist gut, Schnutzel. Hechen hält dich. Das war ja Szenario 6 mit der Geldbörse. Jetzt kommen wir schon zum Szenario 7. Du erwischst deine Freundin in meinem mit einem anderen. Wie reagierst du? Und wer bekommt die ganze Dröhnung ab? Okay, das ist ein bisschen komisch gestellt, die Frage. Aber ich denke mal, wenn ich meine Freundin mit einem anderen erwische, ja, wäre es ganz klar für mich aus. Weil ich hasse sowas, wenn jemand fremd geht, ganz ehrlich. Denn ich bin einer von der alten Schule und für mich ist Treue eigentlich normalerweise in einer Beziehung das A und O, liebe Freunde, und deswegen kann ich da absolut nichts abgewinnen, wenn da jemand fremd gehen würde. Also von daher würde ich, also da wäre das Vertrauen weg, ganz einfach. Da wäre einfach das Vertrauen weg und ich wüsste auch nicht, ob man halt die Person bzw. die Freundin auch jemals dann halt wieder vertrauen soll, weil wer sagt denn nicht, dass sie dann halt bei dem Nächstbesten wieder fremd geht? Und ja, das ist halt so. Also ich würde da erstmal mit der Person drüber reden, ist ganz klar. Ich wäre natürlich auch angepisst sein, aber ich glaube nicht, dass es dennoch irgendwie Zukunft hat. Ich würde da, glaube ich, dann freundschaftsmäßig auseinandergehen. Also ganz ehrlich, das hat dann kein Hand und Fuß. Und alle Leute, die da was anderes behaupten, ja, den würde ich nicht glauben, ganz ehrlich. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon angekommen zu der letzten Frage gewesen. Also das war die Szenario 7. Jetzt muss ich hier, oder beziehungsweise kann ich weitere Leute taggen. Und ich muss jetzt mal gucken, oder ich glaube, ich weiß schon, wem ich tagge. Ich glaube, ich tagge einmal Shania. Du bist getaggt, Shania. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du das mitmachen würdest. Denn ich weiß, du magst eigentlich auch Tag-Videos und hast auch schon einige Tag-Videos gemacht. Dann tagge ich, ja, wen tagge ich denn noch? Wen tagge ich noch? Dann tagge ich noch, das Nagi. Oder das Nagi. Du bist auch getaggt. Denn, ich habe zwar lange schon nicht mal bei dir reingeguckt, aber du bist immer noch sehr aktiv und ich weiß, dass du auch einige Tech-Videos mal gemacht hast und deswegen bist du halt jetzt von mir auch getaggt, ne, Buddy? Hm? Die taggen wir auch, ne? Alles klar. So, du bist getaggt und willst du runter? Ja, warte, Hechen lässt sich runter. So, und dann tagge ich natürlich noch, ja, wen tagge ich noch? Wir taggen einfach mal noch Nela Lee. Viele Leute, die sie vielleicht kennen, ist TAF-Moderatorin, ne? Und ich finde ja auch ihre Videos so cool und auch ihre Videos damals mit Captain zusammen. Und wir taggen sie einfach mal. Mal sehen, ob sie mitmacht. Wenn ja, würde mich natürlich sehr drüber freuen, wenn du mitmachst, Nela. Und ja, ich wünsche euch allen natürlich viel Spaß dabei und ciao, euer Storm.